Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Nah, weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Yo, they're gonna... Da wurden wir verarscht, ey, von der sogenannten LCPD. Da warten bestimmt noch Bullen auf mich. Weil ich habe nicht mehr so viel Leben. Darauf war ich vorbereitet. Playboy. Drop these suckers, player. Yo, money, follow me. Leben. I need you near me. Pop these dudes. They got the ball, yeah. Be scared. Drop it's over for them fools, Chief. Follow the money. Folge der Kohle. Ja, die Munition brauchen wir nicht mehr, weil wir haben ja eh schon. Zur Sicherheit immer ein Stück voraus. Weil wir hier in der engen Gasse sind, schieße ich immer mit der Schrotflinte. Komm, Playboy. Hau ab, ey. Mann, bringt gar nichts. Okay, dann fahr ich mal zu Argon Quinn, denn ich weiß, dass Playboy X in Argon Quinn lebt. Wohnt, beziehungsweise. Yeah, fuck Lalas ab. Mann, ey, warum sind da immer wieder Bullen? Irgendwann mal haben wir es doch jetzt auch bald, oder? Wow. Future in a max security pen ain't no future at all. You forget about them cats to do that sort of time. And if you wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Ja, wollen wir mal tauschen. Komm. Du nimmst mein Motorrad, ich nehm dein Motorrad. My man's Dwayne Forge is inside on a crack beat. He showed me some shit back in the day, but shit. When he gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth, shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? Shit. Ach du Scheiße. Mann, du... Kein Kommentar, kein Kommentar. Wohin gehst du denn? Ich bin doch vor dem Motorrad, Mann.
something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and sticker boys. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs is just one arm of my business. Here we be, money. Da werden wir. I'll hit you up when I need your ass. Schmeißt er seinen Helm einfach mal irgendwo hin. So, wird jetzt auch mal langsam Zeit, dass wir mal für Nico mal ein paar tolle Klamotten holen. Elisabetta, things didn't go so good. The contact was... You see, I know. Fucking fences everywhere. I feel like they want me back. We'll see what happens. I got some more deals to make. Okay, kaufen wir mal die schwarze Jeans, oder? Wie sagen? Nee, lass mal die normale Jeans holen. Und zwar hier. Stonewash oder so was, ne? Ja, das ist gut. Die Tennisschuhe möchte ich auch. Die sind auch. Die sehen auch geil aus. This is great news, Nico. I got the insurance money for the cab depot burning down. This stupid bastard thought it was an electrical fire, not arson. Maybe it was an accident. Yeah, right. I put the money into another cab depot. Bellic Enterprises is up and running again. Next up, floating on the bar sack. I'll give you shares, NB, later on. Tennisschuhe, weitere, ja. Die sieht auch geil aus. Okay. Hier ist meine Arbeit getan. So, dann mach ich mal den Wegpunkt dorthin. Zu Perseus. Ja, stimmt. Da möchte ich meine wunderschöne, seriöse Kleidung holen. Ein Anzug, beziehungsweise. Aber dort sind die auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber egal. Auch dort können wir, werden wir eh bestimmt irgendwas finden. Von Playboy X. Yo Money, ich hab eine Sache am Laufen. Komm bei meine Hütte. Wobei, ich hab Arbeit für dich. Dollar, Dollar, Dollar X. Nein, doch. Okay, so. Gucken wir mal ein paar Sachen, was wir dann hier so haben. Granitfarbe. Das sieht mir ein bisschen... Keine Ahnung. Egal. Ne, auf jeden Fall möchte ich das jetzt nicht. Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out at the apartment and watch some American TV. It is much better than the shit we got back in the old country. Most of the shit on TV in the old country was from America. Don't you remember, Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. Gucken wir mal hier. Bleifarbige. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht nice aus. War auch kein Anzug. Guck doch mal, wie die ganz schön ärgerlich wirken. Da wirken die ganz schön allergisch, jetzt sag ich mal. Anzug von Perseus. Das sieht auch nicht schlecht aus. Kaufen wir mal aber erst später. Hier, das hier. Nein. Vielleicht hier. Sieht das gut aus? Ah. Ja, jein. Sag ich mir jetzt so. Das sieht auch ganz gut aus. Auf jeden Fall. Ja, ich kaufe mir mal erstmal die Sachen, die ich hier mag. Und dann, dann wechsle ich immer die Sachen. Die sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus.
Ja, in Geld mag ich das jetzt nicht so. Oder nur so was. Sieht doch ganz nice aus. Okay, ich glaube, das war's jetzt, oder? Noch was ich ändern möchte, Brucey, ruft dann. You animal. The guys we raced the other day want a rematch. They like your shit, man. Cool, I guess. Anytime you want a race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Okay. Ich fahre mal lieber mit dem Taxi dorthin. Weil ich möchte nach Hause und dann meine Kleidung mal so wechseln, wie ich sie haben will. So, dann würde ich mal sagen, dann mache ich noch auch einen kleinen Cut. Also nachher, was heißt ja nachher? Ich mache noch zwei Missionen wahrscheinlich von Playboy X. Oder, nee, ja, von Playboy X und von... Und von, Dings, von, keine Ahnung, ey. Von Manny, meinte ich. So, Oberteile. Nein. Outfits. Nein, das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Oberteile. Nein. Das erst später. Das auch wahrscheinlich. Kaufen wir mal das hier. Und was mache ich denn da, ey? So, Oberteile. So, genau das ist der Trick, damit ihr den Anzug Oberteil drauf habt und die Hose ändern könnt. Das sieht dann viel gut aus. Also, damit wir auch aussehen wie ein Gangster und nicht so wie ein Staatspräsident, wähle ich mal halt so aus. Das sieht einfach nur Hammer aus. Dieses Outfit ist einfach nur Hammer. Oder Leute, was sagt ihr denn dazu? Gut, oder? Und Michelle ruft an. Hey Nico, Mallory tells me you are working with Elisabetta Torres now. Do you two know each other? Elisabetta seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Maybe I do a few errands for Elisabetta. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. I'm a big boy, and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, Nico. See you soon. Da guckt der Bull auch so komisch an. Steck jetzt ein, Mann, du F... Mann! So, jetzt. Jetzt können wir abhauen. Ah. Und wieder gerammt. Haha, so läuft's, Junge, so läuft's bei mir. Ich hab nicht mehr abgespeichert. What the fuck, ich bin so dumm. Ich hab nicht abgespeichert. Ah. Oh nee, ey. Warum steigst du dort ein, ey? Mann. Ballert doch alle rein, ey. Oder drauf. Wie auch immer. Oh, komm jetzt. South Bohan. Vollidioten. Ich hasse euch. So. Ich glaube, es ist 23, ne? Dann haben wir sozusagen...